Herzlich willkommen zu unserem Tutorial GUI Programmieren mit Python. Mein Name ist Frederik Weitz und ich führe euch durch diesen Kurs. Wir hatten uns eine Listbox angelegt, wir hatten die Methode Insert kennengelernt, die Methode Get kennengelernt und darüber Interaktivität erreicht. Und in dieser Folge wollen wir uns ansehen, wie wir die Liste mit einer Scrollbar kombinieren, damit wir leichter zwischen den Elementen hin und her scrollen können und die besser auswählen können. Das ist im Prinzip ein ganz kleiner Codeschnipsel, den ich einfügen muss. Und wir schauen uns nochmal das Programm an. So, hier oben habe ich meine Funktion definiert, mit der ich die Funktionalität von der Scrollbar sichere. So, hier von der Listbox sichere, die Fotos, die ich mir geladen habe und den Button, mit dem ich dann den Befehl ausführen lasse, den ich oben definiert habe. Hier kommt die Listbox selber und jetzt brauchen wir noch die Scrollbar. Und das ist eine ganz einfache Sache. Ich mache zunächst eine Variable, in der ich die Scrollbar hineinlege und das mache ich mit dem Befehl Scrollbar, bitte beachten, großschreiben, wie alle Widgets, also die Konstruktoren der Widgets großgeschrieben werden. So, das weise ich dem Hauptfenster zu. Und jetzt kommt hier ein neuer Befehl, und zwar Orientierung oder Orientation heißt das. Und da schreibe ich in Großbuchstaben rein Vertical. So, Vertical, das ist die Bewegung von oben nach unten. Also auf der Y-Achse von unserem Bildschirm. Und jetzt muss ich der Liste eine Verknüpfung mit dieser Scrollbar zuweisen. Und das mache ich mit eckige Klammer auf, eckige Klammer zu. Und da hinein setze ich eine neue Option, nennt sich das Option im Englischen. Y-Scroll-Command. Das heißt, hier wird gespeichert, dass die Liste an die Scrollbar geknüpft ist und hier schreiben wir hinein einen Befehl von der Scrollbar, nämlich Scroll-Set. So, und damit wird der Liste ein Befehl übergeben, mit dem die Liste die Scrollbar manipulieren kann. Und genau dasselbe müssen wir auch umgekehrt machen, nämlich wir übergeben Scroll einen Befehl von der Liste. Und hier, weil die Scrollbar nichts anderes zu tun hat, als eben die Liste zu scrollen, kann das auch der Hauptbefehl sein. Und da nehmen wir dann eben Command. Und hier bietet die Liste einen speziellen Inhalt an, nämlich Y-View. So, und damit haben wir die Liste mit der Scrollbar verknüpft und die Scrollbar mit der Listbox. So, hier haben wir überall Y drin, Y für die vertikale Bewegung. Ich könnte bei Orientation oder Orient auch Horizontal reinschreiben. Ich schreibe es euch mal dahinter, damit ihr wisst, wie das geschrieben wird. Horizontal. So, das wäre dann für die Bewegung auf der X-Achse, wäre das die Scrollbar, die sähe dann entsprechend auch nicht von oben nach unten, läge die, sondern von links nach rechts. Und dann müsste ich hier auch umändern, das gibt es nämlich auch, das Y in X und hier hinten das Y-View in X-View. Aber wir wollen eine vertikale Scrollbar haben. So, das haben wir jetzt und jetzt müssen wir die Scrollbar noch auf den Bildschirm bringen und die setze ich dann in genau die gleiche Zelle hinein wie die Liste, nämlich mit Grid und dann Row gleich 1 und Column gleich 1. So, und damit ist die Sache fast fertig. Wir werden gleich sehen, warum nur fast. Das hat nämlich einen Schönheitsfehler. Aber den schauen wir uns an, damit ihr seht, was passiert. So, ich starte das Ganze. Und
hier wunderbar. Die Scrollbar sitzt schön in der Mitte. Ich kann zwar gut scrollen, also es wird ein Element nach dem anderen angezeigt, aber es funktioniert auch, also wunderbar, aber die Scrollbar sitzt hässlicherseits in der Mitte. Das wollen wir nicht haben. So, und dafür gibt es den Befehl Sticky, den kennen wir schon, Sticky. Und ich möchte das Ganze an die rechte Außenseite, also in den Osten setzen. So, und wir schauen uns das Ganze nochmal an. Und das sieht doch alles viel besser aus. So. Aber einen Schönheitsfehler hat die Scrollbar immer noch, denn die Scrollbar ist zu groß für unser Element. Gut, Moment, ich schließe das mal. Wie machen wir das? Und dazu gibt es jetzt noch eine andere Möglichkeit. Ich schreibe nämlich hinein N plus S plus, upsala, plus E. Sticky beinhaltet Werte, an welche Außenkanten der Zelle sich das Element orientieren soll. Und wenn ich N plus S plus E eingebe, dann muss es sich an die obere, an die untere Seite und an die rechte Seite anpassen. Und das schauen wir uns jetzt mal wieder an, ob das den gewünschten Effekt bringt. Und das tut es nicht, weil die Scrollbar einen minimalen Abstand hat oder eine minimale Größe und die wird durch die zwei Zeilen eindeutig unterschritten. So, das heißt, um zu sehen, ob das Ganze schön funktioniert, dazu muss ich mir die Listbox in der Höhe verändern und ich setze die jetzt mal auf 3 und gucke mal, ob das Ganze besser funktioniert. Und da sehen wir schon, es ist knapp, also die Scrollbar sitzt immer noch nicht so ganz so richtig, wie ich das haben will. Aber gut, es funktioniert zumindest. Ich setze mal die Listbox auf 4 und noch einmal das Ganze. Und jetzt sehen wir, holla, das sitzt jetzt gut schön am Rand. Gut, ich nehme Sticky nochmal weg, um euch zu zeigen, dass das tatsächlich einen wesentlichen Vorteil bringt. Ich setze mir das mal hier hinten in die Kommentare hinein. Und hier seht ihr, die Scrollbar ist zu klein und sie sitzt in der Mitte. Also das ist genau das, was wir nicht haben wollen. Gut, also die ganze Sache wieder zurück. Sticky hinten rein. Kommentar weg. Und so haben wir eine Scrollbar definiert für unsere Listbox. So. Okay. So. Jetzt möchte ich euch noch etwas zeigen, was nicht ganz direkt mit der Liste zu tun hat. Doch, wir lernen noch einen neuen Befehl von der Liste kennen, aber vor allem soll es uns eine Arbeitserleichterung verschaffen, hier oben. Und das zeige ich euch im nächsten Video. Gut, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ihr seid wieder ein bisschen schlauer draus vorgegangen und habt neue Ideen entwickelt, was ihr programmieren könnt. Falls ihr Fragen habt, bitte unten in die Kommentare rein. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte einen Daumen hoch. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und schließen dann unser Thema Listbox ab.